Das VfL Fan TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt. Die Spuren haben wir in den letzten zwei Spielen vermissen lassen und deswegen haben wir uns heute über den Kampf eindrucksvoll zurückgekämpft. Das war umgekämpft, so kann man sagen. Das war ein richtig geiles Spiel zu spielen. Kämpfen. Das Team auf der Platte, Andreas Halme vor dem Derby im Kraftraum. Ein Mensch ist kein Mensch, wenn er aufhört zu kämpfen. Ein Tattoo, ein Motto für sein Comeback, ein Motto aber auch für das ganze Team. Das Bergische Derby. Über den Kampf zurück in die Erfolgsspur. Nach der Winterpause hat der VfL noch nicht wieder zu seinen Tugenden aus der Hinrunde gefunden. Nach der Niederlage gegen den Letzten der Liga und dem Aus im Pokal soll im Derby gegen den Bergischen HC die Wiedergutmachung gelingen. Dabei erwischt der BRC aber den besseren Start. Doch anders als im Pokal am Mittwoch bleibt der VfL in der Anfangsphase dran. Und schon da beginnt es zwischen beiden Teams zu knistern. Der VfL hat das Hinspiel in der Lanxess Arena verloren und will den Sieg fürs Prestige und fürs Selbstbewusstsein. Doch in den ersten 20 Minuten sind die Gäste die leicht bessere Mannschaft. Christian Hosse setzt sich am Kreis durch und trifft zum 10:8 in der 19. Spielminute. Doch nur eine Minute später. Das Derby nimmt jetzt richtig an Fahrt auf. Andreas Schröder wird im Gesicht getroffen, Schrecksekunde und die erste rote Karte im Spiel. Moritz Preuß packt mitten in Schröders Gesicht, folgerichtig rot und 2 Minuten Unterzahl für den BHC. Gummersbach nutzt das aus, Tobias Schröter und der 10:10 Ausgleich. Der Platzverweis ist wie ein Weckruf für den VfL. Gummersbach jetzt mit viel Zug zum Tor und der Führung durch Julius Kühn. 11:10, 22 Minuten gespielt und der VfL wieder vorne. Das Spiel dreht sich jetzt komplett, tolle Kombination der ganzen Mannschaft. Eine Szene, ein Tor exemplarisch für die wiedergefundene Stärke des Teams. Leidenschaft vereint. Dann wird's kurios. Erst muss Julius Kühn auf die Bank, dann trifft es Kapitän Christoph Schindler. Und als nur wenige Sekunden später das Schiedsrichtergespann auch noch Raul Santos mit 2 Minuten verwarnt, kocht die Arena. Mit nur 3 Feldspielern kämpft der VfL fantastisch dagegen. Nur mit etwas Pech gelingt dem BHC in dieser Phase kurz vor der Halbzeit noch ein Tor. Und die Gemüter wollen sich gar nicht mehr beruhigen. Emir Kotagic fordert eine Erklärung und auch Ex-Bundestrainer Heiner Brandt diskutiert über die 2-Minuten-Flut. Nach dem Seitenwechsel nutzen wiederum die Gäste die Unruhe für sich. Der VfL eigentlich schon mit 3 Toren vorne, doch dann steigert sich der BHC, gleicht aus und zieht das Spiel dank eines starken Mario Hunstock im Tor wieder auf seine Seite. Christian Nippes schießt sein Team in Unterzahl wieder mit 2 Toren in Front. Dann ist Andreas Schröder wieder im Mittelpunkt des 2. Platzverweises. Diesmal trifft es ihn selbst. Milos Dragas fällt zwar etwas theatralisch, doch auch die rote Karte ist am Ende nachvollziehbar. Das Schiedsrichtergespann zieht seine Linie gnadenlos durch. Doch für den VfL ist auch diese rote Karte wiederum der Weckruf. Die Arena kocht, der VfL brennt, das Spiel kippt erneut. Julius Kühn macht unwiderstehlich wie in der ersten Halbzeit den Ausgleich. Die Abwehr packt jetzt konsequent zu und schickt Florian von Gruchalla auf die Reise. Acht Minuten vor dem Ende ist der VfL erstmals wieder mit 2 Toren in Führung. In der Schlussphase behält Gummersbach dann die Nerven. Matthias Puhle wie gewohnt reaktionsstark. Die über 4.100 Zuschauer stehen hinter der Mannschaft. Und Florian von Gruchalla eiskalt zur Entscheidung. 29:26, 2 Minuten vor dem Ende. Der VfL kämpft den BHC eindrucksvoll nieder.
das war ein richtiges Derby. Also ich habe, glaube ich, die Halle noch nie so erlebt. Also ich denke mal auch die Zeitstrafen, die vielen haben auch was dazu beigetragen. Also das war hier eine Stimmung unglaublich. Letzten 15 Minuten da draußen gehockt und konnte eigentlich kaum hinschauen. Aber ich bin einfach glücklich, dass wir das geschafft haben. Die Mannschaft hat heute alles gezeigt, hat sich aufgebäumt nach dem Spiel am Mittwoch und es war einfach geil. Der Kampf hat Spuren hinterlassen, nicht nur bei Kapitän Christoph Schindler. Das Derby war eine richtige Handballschlacht mit Happy End für den VfL. Das Team hat sein wahres Gesicht gezeigt und kann jetzt mit breiter Brust zum Angstgegner nach Balingen fahren.